Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich habe für euch heute ein Rezept aus unserem Lieblingsrezepte-Kochbuch-Band 2, nämlich den Kuchen faule Weiber. Heute wird das wahrscheinlich eher ein Kuchen faule Kerle, weil Weiber sehe ich hier keine, deswegen muss ich das alleine machen. Wie gesagt, ein Rezept aus unserem Rezeptbuch Lieblingsrezepte, die sind leider schon längst vergriffen, aber dafür zeige ich euch heute hier, was da unter anderem so Tolles drin steht. Zuerst machen wir den Teig und der ist eigentlich relativ einfach, wie eigentlich alles bei diesem Kuchen relativ einfach ist. Daher wahrscheinlich auch der Name und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch angesprochen, weil es ja nicht so mein Ding ist mit dem Backen. Wir beginnen mit einem Ei. Dann haben wir hier Mehl und zwar 200 Gramm. Hier oben seht ihr, habe ich schon einen Esslöffel Backpulver dazu gemacht, damit ich das nicht extra abwiegen muss. Zucker kommt dazu, das sind 70 Gramm und ebenfalls 70 Gramm Butter. Die sollte Zimmertemperatur haben und die stand in einem sehr warmen Zimmer hier, die Butter. So. Das Ganze wird jetzt einmal vermischt auf Stufe 4 und dann etwa eine Minute mit der Teigstufe geknetet. Aber wie gesagt, zuerst mal vermischen, Stufe 4, alles, dass das verrührt ist. Also nur so ein paar Sekunden, 5-6 Sekunden reicht eigentlich. Schauen wir nach, ob das auch alles schön verrührt ist. Jawohl. Und dann, wie gesagt, Teigstufe an, eine Minute einstellen und los geht's. In der Zwischenzeit zeige ich euch schon mal, was da in die Füllung reinkommt. Und zwar haben wir Öl, das sind 60 Gramm. Dann haben wir 180 Gramm Milch, 2 Eier, 120 Gramm Zucker, 500 Gramm Magerquark, ein Becher Schmand. Das brauchen wir für die Füllung. Die kommt allerdings erst gleich, denn wenn jetzt unser Teig hier entsprechend vorbereitet ist, müssen wir den erstmal 30 Minuten gehen lassen. Ich habe noch was vergessen. Vanillepudding, ein Päckchen muss auch noch rein und dann kommen nachher auch noch Dosenfrüchte obendrauf. Ich habe heute Mandarinen mitgebracht. Ihr könnt natürlich auch andere Früchte nehmen, aber wie gesagt, im Originalrezept steht es mit Mandarinen. Unser Teig ist soweit jetzt geknetet. Sieht nicht wirklich geknetet aus, wenn ich mir das genauso anschaue. Hier, super. Sieht eigentlich überhaupt nicht geknetet aus. Das kam jetzt ein bisschen krümelig aus dem Kessel raus. Ich habe das jetzt mal hier zu so einer Kugel geformt. Ich finde es auch noch sehr trocken, aber scheinbar muss ein Mürbeteig oder soll dieser Mürbeteig auch so trocken sein. Kügelchen draus geformt, 30 Minuten in den Kühlschrank. Dann sehen wir weiter. Ich weiß ja auch nicht, ich halte mich ans Rezept. So, während unser Mürbeteig jetzt im Kühlschrank vor sich hinmürbt und kühlt, mache ich die Füllung fertig. Wie gesagt, die Zutaten habe ich euch ja schon vorgestellt. Die machen wir jetzt einfach hier in unseren Kessel rein. Nochmal 500 Gramm Magerquark. Zack, das spritzt fast gespritzt. Ein Becher Schmand. 120 Gramm Zucker, 2 Eier, 180 Gramm Milch, dann ein Päckchen Vanillepudding und dann noch 60 Gramm Öl. Das wird wie gesagt unsere Füllung, die vermischen wir jetzt. 30 Sekunden auf Stufe 4. Backofen habe ich auch schon mal vorgeheizt, damit das alles nicht so lange dauert, wenn der Teig aus dem Kühlschrank kommt, weil müssen wir ja noch Boden von der Springform und am Rand auslegen und was weiß ich, und dann die Füllung rein und so weiter und so fort. Aber wir machen das jetzt alles schon mal hier so weit fertig, dass wir nachher nur noch in den Backofen schieben und essen müssen. Ich lasse das jetzt auch im Topf drin, mache das gleich dann aus dem Topf direkt
in den Kuchen rein. So, wir kommen jetzt zu meiner Kernkompetenz. Nicht Teig und so weiter und so fort. Wie gesagt, absolut nicht meine Disziplin. Ich habe mir das gerade erklären lassen, wie das funktioniert. Den Teig einfach hier in den Boden und dann ein bisschen ausdrücken. Das soll angeblich reichen. Ah, übrigens, die Form habe ich vorbereitet, hier unten ein bisschen, Backpapier reingemacht, am Rand ein klein wenig gefettet. Das heißt, ich drücke jetzt quasi den Boden aus. Ich weiß nicht, eigentlich müsste man das, ich weiß nicht, ob man das nicht auch ausrollen können, weiß ich wirklich nicht. Wäre vielleicht sogar schneller gegangen, aber so lässt sich das ganz gut verarbeiten. Und das ist auch reine Handarbeit, was wir hier machen, ja. Reine Handarbeit. So, mit Liebe gedrückt und gearbeitet hier. Muss halt gleichmäßig sein, ne? Aber das geht gut, das dauert halt, ne? Ich hoffe nur, dass am Schluss noch genug Teig übrig ist, damit ich noch an den Rand hochkomme. Ja, wir werden es sehen. Also nach und nach wird das hier was mit dem Teig, ne? Aber ich drücke mir ja eins zurecht. Ich habe gerade überlegt, statt Kuchenfaule Weiber könnte man den auch Kuchendrückeberger nennen. Naja, was willst du machen? So, fertig. Ich habe Teig geknetet. Wie würde ich jetzt sagen, zu Hause nicht schön, aber selten. Also, Rand und so weiter, alles so weit wie hoch, aber der Rand ist ja auch nur da, damit die Füllung nicht am Metall festklebt. Die Füllung, die gießen wir jetzt einfach oben rein. Ja, leichter geht's nicht. Ja, sieh, ich habe schon den Rand zu hoch gemacht. So viel Füllung ist da gar nicht. Ich pull da mal den Rest noch raus und gucken wir mal, wie hoch es kommt. So, unsere Dosenmandarinen kommen jetzt hier oben drauf. Wie gesagt, das ist jetzt, hätte den Teig ruhig etwas dicker machen können. Aber ich habe immer Angst, dass es nicht reicht. Unsere Dosenmandarinen, die verteilen wir jetzt da einfach oben drauf. Ganz klar, die sinken natürlich so ein bisschen ein. Ich habe es eben schon mal gesagt, ihr könnt natürlich auch anderes Obst nehmen. Was könnte man da machen? Ananas vielleicht oder Kirschen. Ja. Den Saft von diesen Dosenmandarinen, den habe ich aufgefangen. Denn dann muss ich muss nachher noch einen Tortenguss machen. Ja. Gehört ja drauf. Auf ein guter Kuchen, sagt man bei uns daheim. Muss ein Tortenguss. So. Ich kann mir vorstellen, dass das echt lecker wird. Ich habe jetzt gerade eben an dieser Füllung schon mal ein bisschen genascht. Ich bin gespannt. Vielleicht backe ich dann doch wieder mal öfters. Nein. So, das kommt aber jetzt in den Ofen. Etwa 50 bis 60 Minuten. Schauen wir mal, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Unser Kuchen ist jetzt soweit durch. Ich habe dem jetzt wirklich 62 Minuten gegeben. Und ich nehme den jetzt mal raus, dann werde ich ihn ja so eine halbe Stunde abkühlen lassen und dann machen wir den Tortenguss. Das sieht doch schon mal super aus hier. Ne? Wie im Kaffeehaus. Ich bin sehr gespannt. So, ich finde, mein Kuchen, faule Kerle, sieht nicht schlecht aus. Ja? Für meinen wirklich, wirklich Ehrenwort allerersten Kuchen, den ich gebacken habe. Aber da soll jetzt noch ein Tortenguss drauf und wir machen das richtig, also machen wir ihn auch drauf. Wir haben ja den Saft von den Mandarinen aufgefangen und füllen das jetzt hier in den Thermomix ein. Vorher die Waage anmachen, denn wir brauchen insgesamt 250 Milliliter oder Gramm Flüssigkeit. Das heißt, wir haben jetzt etwa 75 Gramm von dem Mandarinensaft und füllen das jetzt auf 250 mit Wasser auf. So, na, kommt noch ein bisschen. Perfekt. Ein Päckchen Tortenguss, klar. Rein und dann kochen wir das Ganze auf 100 Grad etwa 3 Minuten Stufe 1 bis 2. Tortenguss. Fertig. So, ich
hab keine Ahnung, ob das jetzt überläuft und mir hier die komplette Arbeitsfläche versaut, aber das ist mir egal, weil ich putze es ja dann auch wieder. Den heißen Tortenguss also jetzt ganz sachte hier über den erkalteten Kuchen gießen. So steht es im Rezept. Der ist auch erkaltet, hat ein bisschen länger gebraucht übrigens, wollte ich nur sagen. Also eine halbe Stunde hat nicht gereicht. Man muss schon ein Stündchen erkalten. So, das ist ganz gut. Man hätte vielleicht vom Rand oben noch ein bisschen mehr stehen lassen können. Dann hätte man ein bisschen mehr an die Seite laufen lassen können. So, aber das reicht. Auch das lassen wir jetzt abkühlen. 10 Minuten, 15 Minuten schauen wir mal und dann schauen wir mal, wie mein Kuchen geworden ist. Ich bin sehr gespannt. Echt? Also gut aussehen tut er. So, unser Tortenguss ist abgekühlt und jetzt geht es an die Geschmacksprobe. Ja? Ich habe irgendwann mal gesehen, dass man da immer so halb-halb irgendwie machen muss. Das ist ja auch bei mir, werden auch die Stücke immer unterschiedlich groß. Ist aber egal, ich bin ja alleine. Ich mache mir jetzt so ein großes Stück, wie ich will. So, jetzt einmal hier, ich mache ein kleines Stückchen und einmal da, sehr schön. So, ein Stück Boden abgefallen, aber ist mir jetzt egal, ich weiß ja, wie es schmecken muss und das werde ich jetzt probieren. Also von der Optik her sah der mal sehr gut aus, bis ich ihn angeschnitten habe. Ihr könnt das wahrscheinlich besser als ich. Aber wichtig ist mir jetzt erstmal, wie unser faule Weiber, faule Kerle Kuchen schmeckt. Hat jetzt etwas länger gedauert, aber nicht die Zubereitung, sondern einfach das Abkühlen und der Tortenguss nochmal drauf und so weiter und so fort. Kann man also, denke ich, durchaus einen Tag vorher machen. Das ist eigentlich genau die Art Kuchen, die ich mag, denn es ist echt so ein bisschen wie so ein Käsekuchen, ja, nicht zu süß halt. Ich bin nicht so der Süßesser, auch wenn ich so aussehe, aber das ist wirklich sehr, sehr lecker. Mit dem Quark und auch dem Schmand, vielleicht kann man den Schmand auch weglassen, um da so ein bisschen kalorienreduzierter zu arbeiten, aber das ist echt, echt gut. Auch der Boden, der Mürbeteig, guck mal, wie schnell das weggeht hier. Gar kein Problem, esse ich an einem Stück. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, ihr könnt auch andere Früchte nehmen. Müssen keine Mandarinen sein. Man kann auch Aprikosen nehmen oder Kirschen oder was weiß ich was. Ananas geht mit Sicherheit alles. Ich finde es total lecker und esse das jetzt auch auf. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, für euch hier einen Kuchen zu backen. Probiert es aus, ob es euch schmeckt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen nach oben. Freue ich mich auch über eure Kommentare. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann bekommt ihr die besten Rezepte aus unserem Wunderkessel-Forum. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit!